Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Demo heute auf dem Kanal hier. Und zwar spielen wir heute Fear the Spotlight. Also wie ihr schon vielleicht ein bisschen erkennen könnt, es ist sehr, sehr pixelig mit VHS-Filter. Ja, mega cool, ich freue mich voll. Und zwar, ja, vielleicht kennt es der ein oder andere, weil tatsächlich gab es das Game schon. Das ist aktuell von Steam wieder runtergenommen, weil es überarbeitet wird, soviel ich weiß und mitbekommen habe. Das ist jetzt unter Veröffentlichung von Blumhouse Games. Ja. Genau. Richtig. Ah, deswegen, jetzt vor kurzem kam die Demo raus und ich will mir das unbedingt angucken. Deswegen dachte ich, wir machen heute mal ein Video und gruseln uns zusammen. Ihr Lieben, ich habe die Option schon gemacht. Das heißt, wir können jetzt direkt mit der Demo starten. Ich wünsche euch viel Spaß. Nah, it's totally empty. Let's go. Okay, und da sind wir auch schon. Und zwar geht es hier um Vivian und Amy. Das sind zwei Freundinnen. Ich weiß gar nicht, sind wir schon? Ja. Welcome to Sunnyside High. Also, wir sind hier in der Highschool. Wir sind Amy, glaube ich, und das ist Vivian. Dann schauen wir mal, was hier so passiert. Aber wir können uns nicht von vorne angucken. Warte, warte, warte. Zeig dich. Nein, 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 nein. Okay, gut. Dann. Library is this way, right? Yeah, it's just around the corner. Und wie ihr seht, wir haben deutschen Untertitel. Auf dem Schild neben der Tür steht Fakultätsbüros. I was just in the counselor's office last week. Oh, right. She said your boots were a distraction. Yeah, well, at least I got to sit in detention all day instead of going to class. Well, if someone can't focus because of a cool pair of boots, that's their own fault. Okay. Right? Wish I said that. Okay, also Untertitel kommt automatisch, können wir leider so nicht wegklicken. Library? Here we come. Wenn Oh, actually, the library's the other way. You really don't go to the library much. Oh, ha ha. I know you pretty much live at the library, but books are really not my scene. You say that, but you're really missing out. da, darf ich auch? Ja? Okay. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man das selber wegklicken kann, weil, der ein oder andere liest auch nicht so schnell. Und dann könnte man das zumindest mitlesen. Also ich hoffe, ihr kommt mit. Ich schaue mal nebenbei, dass ich den Text nicht verdecke. Ja, Go Sharks, würde ich auch sagen. Gut. Huch. Oh Gott. Das ist ja von hinter uns. Hinterher zu rennen. Hinterher zu rennen. Aha. Können wir rennen? Ja, wir können rennen. Nice. Hier gibt es noch was zum Gucken. Ein Poster in der Vitrine. Sunnyside High, unser Motto. Vertrauen aufbauen, Entwicklung anregen, Beziehungen zu jedem einzelnen Schüler pflegen. Okay. Da ist ein Poster in der Vitrine. Im Geiste des Herbstes präsentieren wir unsere Kollektion zur okkulten Geschichte. Erfahre mehr über dieses unterhaltsame Thema in der Bibliothek. Jo, da bin ich dabei. Hier ist unser Inventar. Mal Lunge. Also sind wir wahrscheinlich irgendwann außer Atem oder sowas? To-Do-Liste. Brich in die Bibliothek ein. Brief für Amy. Ein Brief, den ich für Amy geschrieben habe. Ich habe davor, ihn ihr am Ende der Nacht zu geben. Was? Ach so, ich habe vor, ihn ihr am Ende der Nacht zu geben. Untersuchen. Ich bin so nervös, wenn sie das liest. Ich habe ihr in diesem Brief wirklich mein Herz ausgeschüttet. Noch mehr? Nein, okay. Gut. Und wie komme ich hier wieder zurück? Ah, okay, rechte Maustaste. Nicht. It's locked. Don't worry. I've got this. Aha. Hilfe. So, how did you learn to pick locks?
my older brother. He was obsessed with lockpicking videos. He taught me all sorts of things before he moved away. Oh yeah? What else did he teach you? How to use pepper spray, how to forge my parents' signature, not to talk to cops. You know, important stuff. Ah, here we go. I can teach you too if you want. My parents would kill me if I ever forged their signature. They'd kill you if they knew where we were right now. That's true. My English teacher did say I needed more life experience for my college applications. But I doubt he meant breaking and entering. My corruption skills are working. Come to the dark side, Viv. Das ist ein toller Bruder. Ja, macht sich in der College-Bewerbung bestimmt super. Und, was haben Sie so in Ihrem Leben gemacht? Ach, ich bin in die Highschool eingebrochen. Okay, aber was machen wir hier? Warum brechen wir hier ein? Nutzt jetzt jede Tür. Also, wir sind wahrscheinlich eher so das gute Kind, in Anführungszeichen. Sind wahrscheinlich gut in der Schule und tun, was uns die Lehrer und die Eltern sagen. Und sie ist dann so ein bisschen eher... Viv, get down. What the fuck? Is somebody there? No, it's just the security camera. Stay down and out of the light. What the fuck ist das? Stay here with me until I say go. Wo ist sie hin? Go, Viv. Was zur Hölle? Ah, okay, da oben. Ach so, und siehst du wahrscheinlich eher so ein bisschen die rebellische. Das wollte ich eigentlich gerade sagen, bevor wir unterbrochen worden sind. Das ist aber eine sehr energische Kamera. Wohin? Ah! Warte doch auf mich! Kann ich warten, bis sie wieder zurückgeht? Die Kamera sieht zumindest nicht, dass die Tür auf ist. Da! Das war ein close one. Great job. Holy, was ist denn das für ein Gewitter? Holy crap. The weather couldn't be more perfect. I hope the board looks as old and creepy as I imagine. It totally does. You're gonna love it. Oh, come on. Home of the Shark. Steht da? Vote for Jessica Elias. A friend to all. Ha. Wähl Jessica zur Präsidentin der Abschlussklasse. Eine Freundin für alle. Friend? What a joke. Just last week I overheard her talking crap about me in the bathroom. Ugh, what a jerk. We don't need friends like that. We've got each other. Kann das auch lesen? Ne, okay. Aber hier noch eben schnell an der Tür. Den Müll können wir auch nicht wühlen. Okay, da können wir auch nichts machen. Gut. Dann angucken. Was sagt die Lunge? Die ist grün. Okay. Tap, 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 tap. Die Tür ist auf. Okay, wo sind wir jetzt? Ach, wir sind in der Bibliothek. Ja, nice. Wow. Was denn? This must be it. Library Resources. Oh, Ouija-Brett. Okay, deswegen sind wir hier. Hallo. Kannst du es rausholen? Yeah, one second. Ah, okay, das ist dann dieses okkulte Zeug, ja? Was da stand. Mit auf dem Flyer, genau. Diesen Monat geht es um die Geschichte des Okkulten. Ich könnte die Bibliothekare davon überzeugen,
die Geschichte des Übernatürlichen auszustellen, weil ich wusste, dass Amy dieses Zeug mag. Ich wusste nicht, dass es dazu führen würde, dass wir hier einbrechen und es benutzen. Ach, das heißt, wir haben die Bibliothekare dazu gebracht, so eine Art Sonderding über okkulte Sachen zu machen. Weil wir dachten, ihr gefällt das. Okay. Können wir uns das alles angucken? Ein Satz Tarotkarten. Darin ist eine Datenkarte, auf der steht, es wird angenommen, dass Tarotkarten sich eine unbekannte Energie zunutze machen. Sie können eine Orientierungshilfe für die Zukunft sein, verborgene Liebesgefühle offenbaren oder einen Blick in die Vergangenheit gewähren. Okay, das ist dann pro Reihe wahrscheinlich das Gleiche. Was haben wir hier? Eine Sammlung von Geschichten, die perfekt zur Herbstzeit passen. Dabei ist eine Spukhausgeschichte, eine Geschichte über einen Teenager mit Hexenkräften und eine Liebesgeschichte mit Vampirgeistern. Das waren meine Lieblingsgeschichten vom letzten Monat. Ich wette, Amy würde sie lieben. Es ist ein altes, zerflattertes Buch. Darin ist eine Datenkarte, auf der steht, dies ist das Buch der verlorenen Erinnerungen. Es handelt sich um eine Sammlung von Notizen und Fotografien, die geheime Geschichte unserer benachbarten Geisterstadt beantworten sollen. Haben wir hier. Es ist ein unscheinbares altes Radio. Darin ist eine Datenkarte, auf der steht, dies ist ein spektralempfindliches Radio. Dieses Radio kann die verzerrten Klänge einer erschreckenden alternativen Welt übertragen. Es ist ein Exemplar des Buches, Wer die Nachtigall stört. Darin ist eine Datenkarte, auf der steht, dieses Taschenbuch wurde auf dem Dachboden eines alten gruseligen Kults gefunden. Leser, sei gewarnt, dir wird es eiskalt den Rücken runterlaufen. Irgendetwas sagt mir, dass der Bibliothekarin Ideen für die Ausstellung ausgegangen sind. Das ist das Hexenbrett, das ich brauche. Wenn ich die Vitrine öffne, kann ich es herausnehmen. Na, locked. Zum Aufschließen des Schrankes ist ein Schlüssel erforderlich. Wähle einen Gegenstand aus. Ich habe keinen Schlüssel. Hole das Hexenbrett. Schlüssel. Also müssen wir den wahrscheinlich erst finden. I need to go grab the key for the display case. The librarian keeps it in the office. I'll be right back. Im Büro. Sounds good. I'll go find a spot to set up while you're doing that. Okay, die To-Do-Liste wurde aktualisiert. Entriegele die Vitrine. Okay. Wir hier. Wahrscheinlich, um da reinzukommen, brauchen wir eine Karte. Locked. To keep our key cards behind the front desk. Ah, okay. Da ist also der Schlüssel drin. Sie sieht sich da vorne schon mal um. Können wir uns hier noch irgendwas angucken? Scheint nicht so. Ein Stapel Bücher und liegen gelassener Müll. Ich werde das später aufräumen. Warum sollten wir das aufräumen? Waren doch nicht wir. Ah, hier kommt man dann nach oben. Ein Exit. Das ist der Notausgang. Ich möchte nicht die Alarmanlage auslösen. Okay. Achso, muss ich mich hier durchschleichen. Das sind doch wir. Fotorahmen. Ehrenamtliche Schülerin des Monats. Vivian Singh. Oh Mann, das hätte ich ganz vergessen. Hoffentlich sieht Amy das nicht. Ich will nichts davon hören. Okay. Was haben wir hier? Hier bewahren sie unsere Schlüsselkarten auf. Du nimmst die Bibliotheksschlüsselkarte. Das war unsere. Das auch wieder zu. Ey, man kann das auch wieder zumachen. Okay, wie können wir jetzt. Kann ich die jetzt benutzen? Untersuchen. Die ehrenamtliche Tätigkeit in der Bibliothek hat ihre Vorteile. Okay, aber ein Schlüsselkartenlesegerät. Ah, okay, jetzt kommt das. Wähle einen Gegenstand.
verwenden. Wir haben ja gesehen, wo der Schlüssel ist. Wir sehen uns trotzdem erstmal um. Die Pläne für die Renovierung der Schule. Die Bauarbeiten würden kürzlich abgeschlossen. Man sieht nicht, dass es hier gebrannt hat. Okay. Inhalator. Das ist einer meiner Inhalatoren. Ich muss ihn vergessen haben. Ah, er wird nützlich sein, wenn meine Lunge einmal Entlastung braucht. Okay, du nimmst den Inhalator. Das heißt, anstelle sowas wie Heilung oder sowas, haben wir tatsächlich hier für die Lunge dann einen Inhalator, den wir benutzen können. Das ist cool gemacht. Mal was anderes. Was haben wir hier? Aufzeichnungen über überfällige Bücher und Bußgelder. Heißer Klatsch und Tratsch, aber ich habe im Moment keine Zeit dafür. Schade. Okay, haben wir hier noch was? Nichts. Dann. Ah, den Zettel können wir lesen. Ein Zettel zwischen Lehrern. Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine wichtigen Dokumente herumliegen lassen. Ich habe sie in die unterste Schublade des Aktenschranks gelegt, um sie sicher aufzubewahren. So, das ist der Vitrinenschlüssel. Kann ich jetzt nochmal? Kann ich das? Ich will das lesen. Ich will wissen, was da drin steht. Warte, nein, nein, nein. Kann ich die? Ja, bla bla. Kann ich die letzte auch öffnen? Sie klemmt. Ich denke, ich könnte sie mit einem richtigen Werkzeug aufbrechen. Wir haben nichts. Okay. Das heißt, ich kann alle aufmachen. Fakultätsunterlagen, ehemaliger Bibliothekar. Und Bestellscheine und Quittungen für neue Lehrbücher. Okay, wir brauchen was, um die unterste Schublade aufzubrechen. Das war ja nur von dem Schlüssel. Gut, dann, bevor wir jetzt das Ouija-Brett holen, gucken wir mal eben, ob wir irgendwas finden, um die Schublade aufzubrechen. War hier noch was dabei? Vielleicht? Nee. Dann sehen wir uns mal da oben um. Gott, da geht's ja noch weiter. Ach, da sitzt sie schon und wartet auf uns. Eine Gedenkstätte für die Opfer des Brandes von 91. Das ist ein Porträtfoto von jedem Schüler, der dem Unfall zum Opfer wurde. So traurig, all diese Menschen. Viele. Okay, also war hier tatsächlich Unterricht und so ein Kram, als es gebrannt hat. Holy shit. Ist das dann so gut, hier mit einem Ouija-Brett rumzuspielen? Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ein Zettel zwischen Schülern. Ich hasse es, wenn Frau Richards uns die Handys wegnimmt. Ernsthaft, jetzt müssen wir Zettelchen schreiben, als wären wir Höhlenmenschen. Lol, hast du gesehen, dass der Bücherwurm und das Grufti-Mädchen jetzt zusammen abhängen? Okay, die meinen uns. Haha, nicht dein Ernst. Das ergibt irgendwie Sinn. Ich habe gehört, Vivian hat nicht einmal ein Handy. Ist das nicht verrückt? Kein Wunder, dass sie mit Amy rumhängt. Sie kann all das seltsame satanische Zeug nicht sehen, das sie postet. Das ist eine Zeichnung von Amy mit Teufelshörnern und Feuer hinter ihr. Bäh, haben sie das absichtlich hier gelassen? Ich glaube wohl kaum, dass sie wissen, dass wir hier rumwuseln in der Schule. Okay, also wir sind wohl nicht so beliebt. Schließe ich jetzt mal daraus. Okay, gib mir was zum Aufbrechen. Komm schon. Möchte. Hallo, ich bin gleich bei dir. Did you get that board? Ja, sofort. Not yet. I'm still working on it. Schade. Cool. Hier ist nichts. I'll be here whenever you're ready. Volunteer of the month. Shit. Ugh, you saw that? Natürlich lacht sie. Und uns ist es peinlich. Schade, aber ich sehe hier nichts. Was
müssen wir eigentlich unsere Schlüsselkarte da wieder... Okay, ne? Ich will noch mal gerade eben gucken. Ich möchte eigentlich ungern was verpassen. Doch wirklich nur das. Schade. Schade. In die Schränke kommen wir ja auch nicht. Na gut. Aber die Schlüsselkarte brauchen wir, glaube ich, nicht wieder rausziehen. Ne? Da kommen wir nämlich nicht mehr dran. Okay. Ich dachte nur so im Sinne von keine Spuren hinterlassen. Gut, dann. Hallo, Ouija-Brett. Der Ordnung halber, ne? Machen wir mal wieder zu hier. Oh, können wir gar nicht richtig. Na gut. Got it. Now, where did Amy go off to? Haben wir ja schon gesehen. Die To-Do-Liste. Führe die Seance mit Amy durch wahrscheinlich. Ja, okay. Amy! Oh, Exit. Falsch abgewogen. Eins weiter. Ich hab das Brett. Wir können starten. Yes. I mean. Welcome, Vivian. Please take your seat. And we can begin. Tonight, I will be your guide into the world of the supernatural. Are you ready? I think so. Just nothing too creepy, okay? Don't worry. I've got everything under control. Just do whatever I say. Okay. Good. To start, go ahead and place the spirit board on the table. Untersuchen. Ich frage mich, ob Amy tatsächlich an so etwas glaubt. Patsch. Wow. This thing looks even cooler up close. Okay, next, we have to set the right ambience. I'll light these first two candles. Now you light the other two. Okay. Wir müssen die Kerzen anmachen. Die Kerze ist nicht angezündet. Ich kann die Kerze anzünden. Das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Have you ever actually done this before? Well, not exactly, but I've read a lot about it. Oh, what book? No books. Just trusty old internet forums. Mm. Okay. Weiß ja nicht. Well, there's one last thing. What is that? It's a rose I found in my locker last week. I don't know how it got in there, but it's all burnt and old. I have a feeling it has something to do with the school fire. Wait, Amy, is that true? I know it sounds crazy, but just play along. It's not that. I believe you. Do you think this is safe? Don't worry, Viv. If any ghosts actually show up, I'll protect you. Okay. Let's do this thing. Let's both put our fingers lightly on the planchette. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Viv, you have to keep grabbing the planchette. Wir müssen es echt festhalten. Oh, sorry. Great. Just like that. Wir müssen echt gedrückt halten. Das ist cool. With hands entwined and hearts aligned, we seek the realm of the undefined. With hands entwined and hearts aligned, we seek the realm of the undefined. Spirits unknown, let your presence be shown. Spirits unknown, let your presence be shown. That should be it.
there are any spirits here tonight, we invite you to talk to us. Please, show us a sign if you're here. I don't think this is working. What was that? Spirit, are you here with us? Nope. Amy, was that you? Yeah. Holy crap. I can't believe it's working. Spirit, who are you? Are you the one I hear following me in the halls? Wait, what? Amy, has something been following you around? Spirit, are you dangerous? Whoa. Oh, niemals die Finger runternehmen. Amy, I don't like this. I'm scared. It's going to be okay, Vivian. Take deep breaths. Amy, I want to stop. Amy? Okay. Halte die okay? Maustaste immer noch gedrückt. Doch weg jetzt, oder? Overlight the candles. Doch weg jetzt. Mich aber auch nicht umgucken. Schade. Ja. Amy? Amy! Where are you? Und wer beschützt uns jetzt? Holy! Alter, was hat denn hier gewütet? So, wir nehmen eine Kerze mit, damit wir was sehen. Was zur... Okay. Die Bücherregale sind umgefallen. Das erklärt die lauten Knallgeräusche. Sowas. Okay, also sind wir jetzt so richtig schön im Horrorteil angekommen, ja? Ich kann nicht rennen gerade. Wir kommen nur vorne lang. Aber wir haben jetzt auch kein Wetter mehr, ne? Also kein Gewitter oder sowas. Das. Zeige dich! Amy, ich will nach Hause! Ein alt aussehender Schreibtisch. Was hat das hier zu suchen? Deswegen erschreckst du mich so? Ist alles so ein bisschen labyrinthmäßig aufgebaut jetzt hier, ne? Alles zusammengeschoben. Kann ich hier vorne noch gucken? Da waren irgendwie die Stühle und so. Umgekippt. Okay. Holy shit. Was haben wir da noch heraufbeschworen? Amy, bist du's?
Hinter dir blinkt's rot. Können wir jetzt nach Hause gehen, bitte? Nur gerade mal hier gucken. Es sieht alles komplett anders aus. Bitte lass mich nicht sterben. Was zur Hölle? Es ist nur ein bisschen gruselig. Amy? Lass uns nach Hause gehen. Komm schon. Na, Jumpscare? What the hell? Hey! Lass mich doch hier nicht zurück! Oh fuck. Oh fuck. Fuck? Ich hab gedacht, ich komme da zurück. Holy crap. Deswegen das Labyrinth. Okay, I understand. Okay. Oh, die Bilder! Ew! Der Demo. Ah, come on! Ich will mehr davon! Ja, okay, ihr Lieben, das war schon die Demo von Fear the Spotlight. Also, mir gefällt die Grafik mega gut. Das ist so ein bisschen auch alt PlayStation VHS Pixels. Das ist ja sowieso voll meins. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Full Game. Hab tatsächlich aber keine Ahnung, wann das rauskommt. Aber wir haben auf jeden Fall einen ersten Eindruck bekommen. Gruselfaktor ist auf jeden Fall da. Und ja, ihr Lieben, wir sehen uns dann zur Vollversion hoffentlich wieder. Habt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.